Hallo ihr wertlosen YouTube-Kiddies, nervigen Fanboys und Möchtegern-Hater. Ich bin Julian von Julians Blog und ich werde euch im Folgenden mal kurz erläutern, was ich von den meist abonnierten YouTubern halte. Sehen wir uns mal die erste Seite der Liste mit den 100 erfolgreichsten YouTubern in Deutschland an. Platz 14, Klickzoom. Ist mir eigentlich mit der größte Dorn im Auge. Warum ist das so? Christoph Krachten ist wohl der Mensch auf YouTube, der am wenigsten Fame verdient hat. Das Konzept von Klickzoom ist nämlich ziemlich simpel. Er lädt Leute zu sich ein, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben und interviewt sie dann. Das war's, Interviews. Wie das Ganze funktioniert? Er bekommt jemanden für ein Interview, dann fragt er die Fans, was sie wissen wollen. Ein paar Videoantworten tut er damit dazu und die vorgeschlagenen Fragen stellt er dann. Aufgenommen wird das Ganze mit 2 bis 3 Kameras, bei denen dann hin und her geschnitten wird. Dazu kommt noch diese omnipräsente Antipathie, die ich bei Christoph Krachten empfinde, wenn er mal mehr, mal weniger interessante Gäste zu Besuch hat. Kann mir irgendeiner verraten, wie man mit noch weniger Eigenleistung was erreichen kann? Klicksum verfährt nach dem Minimalprinzip, möglichst wenig Einsatz für höchstmöglichen Ertrag. Er leistet selber absolut nichts und profitiert von der bloßen Anwesenheit von Leuten, die etwas leisten. Um dann an möglichst viele Klicks bzw. möglichst viel Kohle zu kommen, haben die Videos bildähnliche Überschriften, damit der geneigte Zuschauer sich das dann ansieht. Bei einem Favorite-Interview steht dann beispielsweise drüber, ihr Fans seid Vollidioten. Dabei geht es in dem Video um was ganz anderes. Favorite sagt nur nebenbei im Scherz, dass seine Fans Vollidioten sind. Oder beim Kollega-Interview, da steht dann drüber, cool Savage das? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Warum schreiben die das dahin? Na, weil's mehr Klicks gibt. Die kleinen YouTube- und Ghetto-Kinder-Vollidioten lieben es, wenn sich Rapper beefen. Und das wird natürlich eiskalt ausgenutzt. Dazu kommt natürlich das obligatorische Macht ein Abo, gibt ein Favo und Daumen hoch Gelaber. Bla bla bla, Herr Tutorial Nervscheiße. Aber zu dem kommen wir gleich noch. Zusammenfassend kann ich sagen, dass Klicks um ein absolut überflüssiger Kanal ist. Es wird dort nichts Eigenes geleistet. Trotzdem eine Menge Geld verdient und ein absoluter Dilettant wird Fame, obwohl er etwas tut, was wirklich jeder Depp könnte. Nämlich irgendwelche Fragen stellen, die andere sich ausgedacht haben. Sonst nichts. Jeder, der den abonniert hat, ist ein jämmerlicher Nichtsnutz. Platz 9. Herr Tutorial. Hi Jungs und Mädchen, wie geht's euch? Oh mein Gott, ich bin so excited, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und oh mein Gott, Leute, gebt mal direkt einen Daumen hoch und favorisiert das Video, ohne es überhaupt gesehen zu haben. Ich bin so excited. Ich habe heute was ganz Tolles für euch vorbereitet, nämlich eine einzigartige Do-it-yourself-Quick-Tip-Anti-Pickel-Maske. Nur für euch, meine Lieben. Und oh mein Gott, es fühlt sich so unglaublich an, wenn ihr das auf eure Skin auftragt. Ja, das ist mega exciting. Die absolute Oberweichflöte auf YouTube. Sein Stil ist Schönheit. Ich glaube, als ich das erste Mal gelesen habe, bin ich fast an meiner Kotze erstickt. Und was macht diese Beauty-Tunte für Videos? Er gibt irgendwelche Schminktipps, macht Charity und er hilft Leuten, die in der Schule gehänselt werden. Ich habe ja nichts gegen Schwule, aber sogar die würden sich schämen bei der Art, wie er redet. Ich merke direkt, wie meine Skin sich freut, ja, wie die Poren tanzen schon vor Freude. Und ja, ich werde das jetzt einfach mal auftragen, nur für euch, oh mein Gott. Bin ich der Einzige, der ihm unvorstellbare Schmerzen zufügen und in einem seinem Blut mit tanzender Weise... Mann, diese verdammten YouTube-Community-Richtlinien sind wie im Kindergarten, oder was? Da hast du aber echt nochmal Schwein gehabt, mein lieber Freund. Bitte, bitte abonniert mich, gebt einen Daumen hoch, favorisiert dieses Video, werdet ein Gefällt mir auf Facebook, folgt mir auf Twitter, abonniert meine anderen 6 Kanäle, gebt einen Daumen hoch, bitte, 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 Daumen hoch, favorisieren, abonnieren, gefällt mir, folgen. Woo! Ciao! Platz 8, Gronkh, ein Let's Player. Warum gibt es so etwas wie Let's Player? Warum gucken manche Leute anderen beim Spielen zu? Diese Leute labern dabei irgendwelche sinnlose Scheiße und suchten jahrelang die letzten Kackspiele wie Minecraft. Und was ist überhaupt aus der verdammten Videospielindustrie und den Zockern geworden? Alle zocken nur noch Call of Duty, Battlefield, WoW oder dieses Drecksfucking Minecraft. Und wenn sie es nicht selber zocken, gucken sie bei anderen Spackos zu, die das zocken. Habt ihr alle einen verdammten Dachschaden und kein Leben, ihr Lappen? Naja, ein gutes hat er, habe ich mir zumindest sagen lassen. Er bringt wohl den YouTube-Kiddies bei, wie man vernünftig miteinander umgeht. Ich werde mir jetzt aber keine von diesen scheiß Minecraft-Videos angucken, um mir das bestätigen zu lassen. Y-Titty. Oh Mann, die sind so dämlich spackig und abgefuckt, dass sie schon fast wieder geil sind. Wer sich so dermaßen peinlich und zum Affen macht, hat eigentlich schon wieder Respekt verdient. So ziemlich die fertigsten Typen auf YouTube. Entweder man steht drauf oder halt nicht. Ich stehe nicht drauf. Das Problem ist, dass sie eigentlich nur Musikparodien bringen. Und das auch noch im Kinderstyle. Alleine ihre Love the Way You Lie Parodie wurde schon von zig anderen Leuten vorher gemacht. Sich alle Ideen aus den Staaten zu klauen, können deutsche YouTuber aber besonders gut. Halfcast Germany. Na, Simon Desio, was werde ich wohl über dich sagen? Ich mag dich nicht.
Wirklich nicht. Ich kann dich nicht leiden. Nicht mal ein bisschen. Überhaupt nicht. Die Inkarnation eines Fails und gar nicht wert, dass man über ihn oder seine Gewinnspiele spricht. Es fällt mir gar keine passende Beleidigung für ihn und die Leute ein, die den abonniert haben. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf, ich mach's trotzdem. Simon Desi verkörpert einfach alles, was ich an YouTube hasse. Und das hat ganz bestimmt nichts damit zu tun, dass er schwarz ist oder sowas. Um ehrlich zu sein, ist mein Humor teilweise so schwarz, dass er Baumwolle pflücken könnte. Aber Humor ist bei diesem sich übertrieben cool fühlen und möchte gern Comedian einfach nicht vorhanden. Es ist an sich überhaupt nicht schlimm, unwitzig zu sein. Aber was verdammt nochmal schlimm ist, ist, wenn man selber mit aller Gewalt versucht, witzig zu sein und einfach nicht checkt, dass man verdammt nochmal nicht witzig ist, sondern einfach nur übertrieben peinlich, lächerlich und kindisch. Seine Klicks und Abos zeigen einfach jedem, der im Besitz und klarem Verstand ist, dass es hier fast 300.000 kleine Scheißkinder gibt, die sich diesen Müll auch noch geben. Und es ist einfach kein Ende von Simon Desio in Sicht. Nein, das ist alles nicht so gemeint, Simon. War alles nur Spaß. Du bist total toll und so. Ich bin dein größter Fan. Alles cool, Digga? Faust drauf? Alberto, ich mag ihn als Person. Er ist mir sympathisch, aber seine Videos sind uralte Fritzchenwitze in Videoform. Die Witze kann man sogar locker im Netz finden, man muss nur die Pointen googeln. Sorry, Mann, ein netter, talentierter Typ mit technisch gut gemachten Videos, aber alte Witze erzählen und sich verkleiden? Unser Leben ist Rock'n'Roll. Unser Leben ist Rock'n'Roll. Unser Leben ist Rock'n'Roll. Und wir sind auf Platz 1, die Außenseiter. Dima und Sascha, die Quotenrussen. Seit fast 3 Jahren auf YouTube warst du schon Mitbegründer dieser Seite in Deutschland und ein Paradebeispiel dafür, dass YouTube eine Plattform für kleine Scheißkinder ist. Über Inhalte kann man sich immer streiten, aber im Gegensatz zu anderen machen sie manchmal auch ihr eigenes Ding, wenn sie nicht gerade auch peinliche Musikparodien machen. Aber warum machen sie Kinderscheiße? Weil hier nur Scheißkinder rumhängen und diesen Müll abfeiern. Ich scheiße auf kleine Kinder und mache Videos, die häufig erst ab 18 sind. Vielleicht sollten die Außenseiter auch mal erwachsen werden und sich so einen Müll wie Herbert klemmen. Über solche Leute sollte man nicht lachen, sondern sie anzünden und dann über sie lachen. Und wisst ihr, was das Schlimmste an den Außenseitern ist? Sie sind an dieser Herr-Tutorial-Misere mitschuld. Es gab nämlich mal ein Video von den Außenseitern, welches Herr-Tutorial promotet. Ich hab's nie gesehen, das ist auch von der Erdoberfläche getilgt worden und wird totgeschwiegen, aber ohne die Außenseiter wäre dieser Lappen heute wahrscheinlich nicht da, wo er jetzt ist und würde mit allen anderen Schminktussis am Ende der YouTube-Nahrungskette vor sich hinsiechen und niemand müsste sich über ihn aufregen. Die Außenseiter zeigen in ihren Videos immer nur, wie bescheuert sie sein können und machen Jackass für Arme. Sie schlagen ihre Köpfe gegen Schränke und die Leute finden das auch noch geil. Aber was ist schlimmer? Die Leute, die sie leiden sehen wollen? Oder dass sie sich von ihren Abonnenten zu den dümmsten Mutproben überreden lassen? Das ist wie damals in der Schule, wo man den Unbeliebten sagt, dass sie dumme Sachen machen sollen, damit sie Anschiss vom Lehrer kriegen und man sie auslachen kann. Unbeliebt gleich Außenseiter? Ist das der tiefere Sinn des Kanals? Dann sag ich euch mal was, wir sind hier nicht mehr in der Schule und ihr seid keine Kinder mehr, sondern Mitte 20. Ich würde es euch Spaßen sogar zutrauen, dass ihr im Moment mein Video abfeiert, weil ihr wahrscheinlich zu dämlich seid, es überhaupt zu kapieren. Es würde mich nicht mal wundern, wenn ihr dieses Video auf eurem Scheißkanal hochladen würdet. Unser Leben ist Rock'n'Roll. Unser Leben ist Rock'n'Roll.